lieber achtsamer Zuhörer. Lerne es finden. Wir sprechen über das Glück. Was ist Glück? Ja, das ist die große Frage. Was ist Glück überhaupt? Meiner Ansicht nach ist Glück allein der innere Frieden in dir. Man könnte also auch sagen, wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Es gibt Anleitungen zum Glücklichsein. Manche Menschen behaupten, das Glück gepachtet zu haben. Andere wünschen sich, sie hätten es oder sie hätten nur etwas davon. Das Glück ist im Grunde nichts anderes als der persönliche, egoistische Wille jedes Einzelnen zu leben, indem man die Bedingungen des Lebens annimmt und so wie es ist, akzeptiert. Mach doch dein Kopf, Beschwerde, Mecker, Unzufriedenheitskino doch mal aus und akzeptiere das, was ist. Nörgel nicht ständig herum. Aber genau da müssten wir ansetzen. Bitte dich jetzt mindestens 10-mal langsam, aber dich ganz voll zu atmen, fast bis du das Gefühl hast, dass du platzt. Lausche dabei der Musik. 10-mal in deiner Zeit, in Ruhe. Langsamer. Ich glaube, dass wir einen inneren Nörgler in unserem Kopf fest verschraubt haben, der immer wieder, je nach Gemütsstimmung, aufheult, meckert und sich meldet. Das kann jetzt sein, wenn wir in Ruhe und Freizeit etwas gemacht haben, kommt er beruhigt zum Vorschein. Haben wir einen schweren Tag gehabt, heult er richtig nervig rum. Es kann aber auch sein, wenn die Nachbarin mal wieder rumzickt und uns sehr unfreundlich erscheint,
oder die Großwetterlage Schlechtes verspricht. Bei jedem ist der Auslöser etwas anders. Kann ein Pessimist glücklich sein? Kann ein Couch-Potato glücklich sein? Kann ein Burnout-Patient glücklich sein? Kann ein stressgeplagter Mensch glücklich sein? Oder anders gefragt, kennst du jemanden, der so richtig oft wütend und unzufrieden ist? So ein Bäh-Typ. Ist ein solcher Typ, sei es eine Frau oder auch ein Mann, glücklich? Wohl nicht. Es ist zwar generell möglich, aber jedenfalls nur eine kurze Zeit. Dann driftet unsere eigene, festgeschraubte Nörgelgehirnwindung wieder aus den Schrauben und zickt rum. Bei dem einen früher und bei dem anderen später. Meiner Ansicht nach kann man diesen Zustand nur mit einer speziellen Atemtechnik so festzurren und beeindrucken, dass die Gehirnwindungen sich für eine begrenzte Zeit wie geschlagen geben. Dann müssen wir wieder atmen. Aber damit kann man doch gut leben, findet ihr nicht? Also es ist jetzt nicht damit getan, dreimal Luft zu holen und dabei ein grinsendes Gesicht zu machen. Dann gibt es schon ein Rezept zu. Und ob das das ultimative Mittel ist, seinen Gehirnnörgler zu besänftigen, weiß ich auch nicht. Nur gespürt haben einige, die mitgemacht haben, eine starke Veränderung. Und die haben sich gefreut und sind jetzt ein ganzes Stück glücklicher. Mach auch du dein Kopf, Beschwerde, Mecker, Unzufriedenheitskino doch mal aus und akzeptiere das, was ist. Nörgel nicht ständig herum. Also nochmal, 10-mal langsam, aber ganz voll atmen. Ganz bei dir, langsam. Meditiere und atme öfter und sei achtsam mit dir. Dazu kann ich dir nur einen Tipp geben. Mach es langsam
und fang mit wenigen Minuten pro Tag an. Und meditiere und atme, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, mach mal. Dann tu es und sei von Anfang an mit dir zufrieden. Viel Erfolg, viel Spaß, viel Gesundheit und ganz viel Atem wünscht dir Detlef, der Sauerländer.